Arr. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Ja. An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht und... Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Wie gesagt. Ja. Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Hier lang! Schaff das Geröll zur Seite! Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Pfade kreuzen sich da vorne mit denen von Danny. Versuchen Sie ihn aufzuhalten. Ich suche mir einen anderen Weg. Okay. Ich finde es cool, was sie für eine, sag ich mal, Partnerschaft/Freundschaft aufgebaut haben. Ich finde das cool. Die beiden sind voll sympathisch. Achso. Gut, das hier ist die Alienstadt. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Danik, hören Sie mich. Arschloch. Das ist eine Untertreibung, also. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, das ist... Die Alienstadt von der Rasse, die hier gelebt hat. Sie haben hier versucht, den Mond einzufrieren. Eine unschuldige Spezies hier hat quasi das erlitten, was der Menschheit drohen könnte. So, das kleine Ding hier ist eine Bombe. Nein, ich schmeiße nicht auf den Drohnen, auf den kleinen Drohnentypen. Sondern hier. Oh shit. Was interessant ist halt, dass die ganzen Viecher, die mich angreifen, sind an sich... Ja, die Leichen von dieser Alien-Rasse, glaube ich. Da ist er. Erschießen Sie! Wo ist Carver eigentlich? Oh, Headshot. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Wie gesagt, also die Necromorphs, die mich hier angreifen, sind eigentlich Alien. Also sind die Körper von dieser Rasse hier. Aber die sind gleich. Na nee, gut, die sehen nicht so gleich aus wie die in Dead Space 1 und 2. Das macht wiederum Sinn. Also das Böse in der Dead Space-Serie sind eigentlich nicht eine gewisse Alienrasse, sondern ein Signal. Beziehungsweise diese Monde. Ah, da ist Carver.
Nicht drauf treten. Artefakt entdeckt. Sie können nicht weit sein. Siehst du ihn? Ja, da an der Wand. Haltet ihn um jeden Preis auf. Carver, ja, was? Isaac, entkommen! Warten ja. Sie! Ich habe einen Plan! Ah, ich weiß mich ein, Isaac. Hey, damit. Aber hier! Ja, okay. Ein Wunder, dass das Ding nicht explodiert, wenn man es abfeuert. Ui! Wow, das... Wessen Scheißplan war das eigentlich? Gebt ihn mir! Scheiße, sind sie schwer! Oh, Isaac, sie rutschen ab! Isaac! Nein! Oh nein. Carver! Hier drüben! Wo denn? Oh, Scheiße! Wir treffen uns an der Maschine! Oh Gott. Jetzt kommen unheimliche Stellen. Okay. Jetzt wird's ein bisschen unheimlich. Und ein bisschen abgefuckt. Okay, war gar nicht so schwer zu töten. Andererseits ist mein Plasma-Cutter übelst aufgebaut. Jedenfalls bin ich jetzt hier so wirklich mittendrin in der Stadt oder dem Nest oder im Keller oder ich weiß es auch nicht. Aber die Architektur ist wirklich abgefuckt. Das da ist eine optionale Mission. Die tue ich mir nicht an. Okay, wiederum ist hier. Oh, das ist wieder für öffnen. Das heißt, es ist das da und das. So, jetzt können wir schon ein bisschen Aliensprache. Auch wenn das irgendwie Wahlgeräusche sind. Coole Türen auf jeden Fall. Das ist hier so scheiß dunkel, Mann. Ja, danke. Okay, ich habe keinen Platz. Was habe ich denn bei mir? Achso. Ja, mit. Da muss ich lang. Ah. Oh. Schwerelosigkeit aktiviert. Ah, oh, das sind schwer. Ah. Oh. Da muss ich nach oben. Oh, fuck. Dammit. Na gut, kann ich nichts machen. Wo denn, wo?
Oh Gott! Was ist er hier drin? Oh shit! Ah shit, die sind schwer zu zielen. Ah, scheiß drauf. Da hat er davon. Okay. Ich muss weiter nach oben. Wo bist du, kleiner Freund? Ah, da oben vielleicht. Fuck, bleib stehen! Okay. So. So, und wieder öffnen. So. Abspiel. Habe ich das Falsche genommen? Ach so. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ah ja, das ist cool. Das ist richtig geil, das hier. Carver, diese scheibenförmigen Bereiche auf dem Boden laden unsere TK-Kapazität zwar enorm auf, tun aber auch höllisch weh. Was ist mit Stase? Was soll damit sein? Glauben Sie, sie ist auch verbessert? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. So. Dank diesen Pads hier, die verstärken die... Ich weiß nicht was, die TK-telekinetischen irgendwas, nenne ich das jetzt mal. Im Grundprinzip, ich kann jetzt größere Dinge mit Stase bewegen. Das ist ziemlich awesome. Und zurück zu deinem Bruder. Ich bin da hinten über diverse Abgeordnete. Boah, ich schmeiß mit toten Alienföten. Gehörte irgendwas davon Ihnen? Lass mich erstmal alles hier einsammeln. Ziel hinzugefügt. Ein Gentleman hat nach Ihnen. Ah. Und er hat es erkennen, Knochenschwerter. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich ihn in Ihre Richtung geschickt habe. Er wollte sie unbedingt. Keine Gegner, nichts. Wundert mich. Gut, ich sag hier immer, hier unten ist es bestimmt eher heiß. Weil wir nähern uns dem Planeten, Kern und. Kein Schnee und so schwül und Stein und Technik und deswegen
finde ich, dass der arktische Anzug hier nicht mehr praktisch ist. So, kann ich das? Kann ich? Okay, was, wisst ihr was? Ja, ja, es ist okay. Base-Kontakt, fuck. Aha, Zeugenanzug, den habe ich hier. Aha, aha, aha. Achso, das, aha, das kann ich, warte doch hier, da, Ressourcenpack, genau. So, ich nehme, ich nehme gleich. Das wird ganz bestimmt reichen. So. Also jetzt, will ich das endlich mal komplett machen. Wow, hat man dafür gereicht. So. Und wie gesagt, ich finde, dass der arktische Anzug mit seinem Pelzüberzug und so hier nicht mehr ganz reinpasst. Und deswegen wechsle ich hier zurück zum guten alten Mechanikeranzug. Hat immer noch am meisten Klasse. Ich meine, er sieht, passt farblich zur Umgebung, ist dünn, locker, einfach perfekt. Okay, gut, dann. Gehen wir an die Bank. Oh, zwei sogar. 46 wieder, ey. Nein, nicht verkaufen. Jesus. Ja. Neue Waffen. Naja, an sich. Da, ich spiel's fast nur Plasma Kataone jetzt. Hätte ich von Anfang an machen sollen, nicht Idiot. Okay. Gut, warte, muss ich eh hier nach oben. Ich hasse es, in einem Horrorspiel auf etwas zu warten. Ew. Sogar das war mal Lebewesen. Schauen alle auf mich. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipuliere. Die Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Wow. Ziemlich interessante Technik. Ich gehe mal davon, also das hier leuchtet, also wird das die richtige sein. Das heißt. Da. Und was die beiden entgegengesetzt. Also, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet.
das ganz nach links. Da. Aha, zum Glück habe ich den Codex hier. Das alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Okay, mit dem Abgefuckter. Okay, was ist hier, wenn mich angreift? So, jetzt kann ich das hier nutzen. Das will ich mir nicht. Okay. Das ging jetzt ein bisschen in die Hose. Ach du Shit. Shit. Scheiße, irgendwo ist was hier. Stirb, 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 stirb. Okay, das habe ich mir zwar anders vorgestellt, aber das Ding hier gibt mir halt unendlich Stase und wirklich starke Stase, verlängerte Stase. Normalerweise hätte mich trotzdem fast gekillt. Na, weg damit. Ich doch kurz an die Bank, kurz schauen wegen... Medipacks, ich hab doch ein paar jetzt verbraucht. Da. Wieder in die Bank. Und das rechne noch zwei mit. Ich muss an sich eh nicht mehr viel sammeln. Ich hab an sich alles, was ich brauche. Okay. Also ich kann mich gleich heilen. Okay, benutzen wir das Ding hier mal. So muss ich Iron Man fühlen. Gut, wir brauchen hier keine Straßen. Die haben diese coolen Teleportations-Dinger. So, öffnen. Wir wissen, wie das geht. Wobei, das ist ein anderes Muster. Das erste ist was.
Was da? Fuck yeah.